Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Erste Anruferin heute Nacht ist Svenja und die ist 17. Hallo. Hallo. Hallo Svenja. Und was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Ja, also ich habe ein kleines Problem, weil ich nicht nur einen Freund habe, sondern mehrere. Mehrere? Ja. Beziehungen, richtig? Ja. Wie viel? Wenn ich ehrlich bin, sind es 5. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast 5 Männer? Ja. 5 Männer hat Svenja? Ja. Wie lange schon? Ja, also mit den meisten geht das so, also mit 4 davon geht das so circa ungefähr ein Jahr bis anderthalb Jahre. Immerhin. Und mit einem, den kenne ich schon ganz, ganz lange, also das ist, den kenne ich schon aus Kindstagen quasi. Und mit dem komme ich auch super gut klar und das hat sich jetzt erst so vor kurzem zu einer richtigen Beziehung entwickelt. Also, wir halten das nochmal fest, das sind nicht nur 5 gute Freunde, sondern du hast 5 richtige Beziehungen am Laufen. Genau. Du hast 5 Jungs an der Leine. Ja. Und die Jungs wissen nichts voneinander. Genau. Wie kriegst du denn das hin, Mensch? 5, das ist doch ein großes zeitliches, organisatorisches Problem. Ja, also irgendwo schon. Ich meine, es ist auch irgendwo kompliziert, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und also der eine will mit dir ausgehen, der andere will das machen, der dritte will jenes machen, der vierte und so weiter. Du musst ja dann ständig hin und her lavieren zwischen 5 Bedürfnissen, 5 Leuten und so weiter. Ja, irgendwo schon. Also es stimmt schon. Also, aber die wissen auch irgendwo alle, dass es nicht unbedingt geht, dass wenn sie gerade sagen, komm, wir gehen ins Kino, dass das auch nicht unbedingt immer geht, weil 2 davon sind auch ein bisschen älter. Wie alt sind die denn? Ja, der eine ist 45 und der andere ist 40. Das ist ja mal doller. Der ist 45 und 40? Ja. 45, 40, ich schreibe mir das gerade mal auf. Und dann, sag mal die anderen Altersangaben. Ja, der andere ist 19 und dann ist noch einer dabei, der ist 20 und noch einer, der ist 18. Von 45 bis 18 geht es runter. Genau. Genau, sagst du so. Ja. Hast du nicht ein grottig schlechtes Gewissen, Mensch? Irgendwo schon, weil das irgendwo auch einer ist dabei, mit dem verstehe ich mich total super. Der ist auch ist jemand, der sehr sensibel ist. Irgendwo auch, mit dem ich super gut reden kann, der auch immer für mich da ist, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Das Einzige, was ich mal eben nur nicht erzählen kann, ist, dass ich neben ihm halt eben auch noch andere Freunde habe, weil ihn das doch sehr verletzen würde. Kein einziger von den Jungs, von den Männern ahnt, dass da noch was anderes ist. Genau. Mhm. Wieso lässt du dich mit so alten Männern ein, die 45 Jahre alt sind? Ja, also das ist irgendwo auch so, dass der eine ist zum Beispiel Jurist und ich habe auch überlegt, ob ich nicht später irgendwie vielleicht was mit Jura machen will oder so. Und ich denke schon, dass das auch irgendwie für die Zukunft nicht schlecht sein könnte. Also du gehst da recht berechnend dran. Du denkst, wenn ich da gute Kontakte habe, ist auch kein schöner Charakterzug. Ja, ich meine, das ist ja nicht nur, dass ich nur nehme. Ich meine, er hat da ja auch irgendwo was von. Das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Und deswegen. Also du hast auch mit allen Sex, ne? Ja. Mhm. Wohnen die alle auch in deiner Stadt? Genau, sie wohnen hier irgendwo auch in der Nähe, genau. Aber das ist doch, ich sage es nochmal, ich stelle mir das irre kompliziert vor, fast unmöglich, das geheim zu halten. Es ist kompliziert, es ist schwierig, es ist auch so, dass meine Eltern nur von einem wissen. Und wenn ich meinen Eltern jetzt irgendwo erzählen würde, dass ich einen Freund habe, der 45 oder 40 ist, ja, das wäre schon sehr kompliziert. Das wird auch, glaube ich, ziemlich Stress geben. Aber auch so du kannst auch gar nicht mit so entspannt mal durch die Stadt schlendern mit einem der Männer oder der Jungs. Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich. Aber das heißt doch, dass du wirklich ein ganz kompliziertes Geflecht von Lügen aufbaust, um dich zu schützen und um das alles zu kaschieren. Ja, irgendwo schon, das stimmt schon, ja. Diese alten Männer, sage ich mal, der 45-Jährige, der 40-Jährige. Ja. Sind die in Beziehungen? Haben die Ehen oder was läuft ja, da? Ja, die sind beide verheiratet. Also, die sind beide in einer Ehe. Und
sind da auch jetzt nicht wirklich unbedingt glücklich oder so. Und wie oft siehst du zum Beispiel den 45-Jährigen? Ja, so circa ein, zweimal die Woche. Also doch so viel, dann, so viel. Ja, also ich versuche das jetzt nicht unbedingt regelmäßig werden zu lassen, weil das ja dann doch irgendwo auffällig werden würde, wenn ich jetzt sagen würde. Wo hast du den kennengelernt? Ja, also zwei davon habe ich, wenn ich abends irgendwie weggegangen bin, die jüngeren halt eben. Ja. Und die etwas älteren sind halt eben Bekannte meiner Eltern. Ja. Gerade deshalb dürfen die das auch nicht wissen. Umso pikanter das Ganze. Genau. Ne? Deine Eltern sind wahrscheinlich auch erst so Anfang, Mitte 40, oder? Genau. Mhm, ja. Weiß eine beste Freundin was von diesem ganzen Theater? Nee, weil meine beste Freundin ist da ein bisschen bieder und die wird das auch nicht verstehen. Also die wird das ziemlich verurteilen, wenn sie das wüsste. Sie weiß auch nur von dem einen. Ja. Warum hast du mich jetzt angerufen und erzählst mir so eine Hammergeschichte? Weil ich irgendwo auch ein bisschen schlechtes Gewissen habe, denen gegenüber, irgendwo allen. Und weil ich einfach mal gerne eine Meinung dazu hören wollte von jemandem, der das ein bisschen objektiver auch sieht. Wer von den Fünfen hat denn am meisten dein Herz bisher erobert? Ja, das ist irgendwo auch schwer zu sagen, weil alle irgendwo ihre Vorzüge haben. Bist du in einen richtig verknallt? Nicht wirklich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich an irgendwen nur Tag und Nacht denken muss. Und ist es richtig, wenn ich sage, du hast dir die alle so irgendwie ausgesucht, weil die alle irgendwie so ein bisschen vorteilhaft für dich sind und auch bequem irgendwo, für dich sind? Irgendwo kann man das schon so sagen, ja. Finde ich ganz krass, Svenja. Muss ich sagen. Ich finde es ganz krass und auch ganz schlimm. Ehrlich? Wirklich, ja. Ja. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Und würde dir sehr wünschen, wenn du das ganz schnell alles irgendwie runterfahren könntest. Wenn du mit in dem Alter von 17, ist ja noch ein junges Alter. Ja. Wenn du jetzt schon so anfängst, so auch taktisch vorzugehen, hier, ich habe mit so einem alten Kerl von 45 was, nur weil der Jurist ist und ich will auch mal Juristin werden und da habe ich vielleicht Vorteile. Ich möchte nicht wissen, wie du in 10 Jahren bist. Jetzt hast du noch die Chance, dich zu regulieren und dich auch so ein bisschen in neue Bahnen zu lenken. Abgesehen davon ist es einfach nicht gut für einen selbst, wenn man immer so viel lügen muss. Und das musst du ja. Ja. Da sind Menschen um dich herum, die du irgendwie in einer gewissen Weise, wie du ja gerade gesagt hast, auch magst und schätzt. Ja. Und bist aber gezwungen, aufgrund der Situation, jeden von denen immer zu belügen. Mhm. Und da steht man irgendwann selbst ziemlich beschissen auch da. Wenn du dir selbst in die Augen guckst im Spiegel, ist das keine gute Sache. Ja, gut. Ja. Aber so einfach ist es ja nun auch nicht, die alle wegzufahren. Eben, das ist es ja. Das stelle ich mir auch nicht wirklich einfach vor. Aber ist es dir dann noch nicht passiert bisher so in deinem Leben, dass du dich mal so richtig verknallt hast in einen Typ? So mit Haut und Haaren und die Welt gehört uns und sowas? Ja, es ist mir schon passiert, das ist jetzt aber ein bisschen her und da bin ich ziemlich enttäuscht worden und seitdem habe ich auch ein bisschen versucht, das nicht unbedingt zuzulassen, weil ich einfach auch Angst vor einer weiteren Enttäuschung habe. Das ist auch falsch, Svenja. Ich glaube, wenn man einmal mal verletzt worden ist, ist das immer schlimm und man hat auch Angst, dass das nochmal passieren würde eventuell. Aber gegen diese Angst muss man angehen. Man muss immer wieder der nächsten Sache eine Chance geben. Mhm. Sonst wird man irgendwann verhärmt oder zynisch und bleibt letztendlich einsam. Mhm. Wahrscheinlich die große Chance ist einfach da, dass der nächste Typ besser ist. Und wenn du zum zweiten Mal enttäuscht wirst, na, dann wird man halt enttäuscht. Aber es gibt sicher ein drittes oder viertes Mal, wo es gut läuft. Mhm. Ich finde immer, dass man aus so schlechten Liebesgeschichten nicht falsch lernen darf. Und falsch lernen wäre so etwas, was du jetzt gerade machst im Moment. Ich glaube übrigens auch, dass du, weil du jetzt diese 5 Sachen da am Laufen hast, auch gar nicht offen bist für eine wirklich tolle, neue Liebesbeziehung. Ja, das stimmt schon, weil ich nicht unbedingt die Zeit auch habe, mich halt irgendwie nach jemandem umzugucken. Ja, und du dich auch nicht so öffnen möchtest. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal in einer gewissen Zeit, sagen wir mal so kurz vor Weihnachten, das sind ja noch so knapp 2 Monate, von dir nochmal ein Bescheid bekämen. Wir können auch vielleicht dann nochmal in der Sendung miteinander telefonieren. Mail uns. Mail ist immer das Beste. Das kommt gut an. Und wird auf jeden Fall gelesen. domian@wdr.de. Okay. Und dann möchte ich wissen, wie du das gemacht hast und wie du das Ganze entflochten hast. Ja, gut. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Svenja mit 5 Männern.
Ich glaube es nicht. Michael ist jetzt hier. Michael ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Ja, Michael. Schönen guten Morgen. Ja, ich kenne dich schon seit 1995. Da fing ja deine Sendung an, April, ne? Ja, ja. Acht Jahre, ja. Ich habe fast jede Sendung gesehen. Wow, ein richtiger Fan. Ein richtiger Fan. Folgendes, Dorian. Ich habe noch nie hier angerufen. Jetzt rufe ich das erste Mal an. Und zwar folgendes wegen den Walter gestern. Walter. Und 15 Jahre, ich glaube, du weißt, was ich meine. Walter war gestern ein Gesprächspartner bei mir, der 53 war. Ja, und das Mädchen von ihm 15 Jahre. Und eine Geliebte hatte die... Ja, Geliebte, er hat ja nicht gesagt Geliebte, er hat ja ein bisschen so geknutscht. Gut, ja, also ich würde das schon so... Ja, ich will jetzt keine Lanze für ihn brechen. Gut. Und will ich jetzt auf keinen Fall... Also sie war 15 Jahre alt, ne? Nochmal, um es klar zu machen. Ja, ja, naja, ich erzähle auch gleich eine Geschichte. Bitte. Was auch so haarig ist. Folgendes, ich wollte jetzt von Walter kein Land brechen, ich wollte nur sagen, das habe ich auch deine Redaktion schon gesagt, ja, dass die Mädchen auch zum Teil mit selber dran schuld sind. Sie hätte ja sagen können, hör mal, Junge, ich bin 14 Jahre, du bist ein alter Sack von 53, lass mich in Ruhe. Michael, ich lasse dieses Argument nicht gelten. Warum nicht? Ich lasse dieses Argument nicht gelten, weil man mit 14, 15 ist man kein gleichrangiger Gesprächspartner zu einem 50-Jährigen. Und, da in einer solchen Beziehung liegt immer die Verantwortung bei dem sehr viel Älteren. Und man kann natürlich jemanden, der so jung ist, auch vielleicht mit gewissen Sachen auch ein bisschen ködern oder ihm ein schlechtes Gewissen machen, ihm Angst machen. Ich finde, das ist kein Argument, dass die ganz jungen Leute nicht Nein gesagt haben. Nein muss immer der Ältere sagen. Gut, dann erzähle ich dir jetzt mal meine Geschichte. Ich mache es aber ganz kurz. Ja. Und zwar war das 1993 gewesen. Ich bin jetzt 48, da war ich 38 gewesen. Ja. Da war ich in der Diskothek gewesen, das war im Januar, das war ziemlich krass. Ich bin in der Diskothek rein, obwohl ich da auch mir schon so alt für gefühlt habe. Aber ich habe gesagt, guckst du dir mal an, war auch schöne Musik gewesen. Dischock hat eine schöne Show gemacht. Und da habe ich ein Mädchen, aber aus Versehen, weil ich hinten immer geschubst wurde, ein Mädchen dreimal angerempelt. Ja. Mhm. Und da guckte sie mich ganz kokett an, sagt sie mal, hey, ist aber eine blöde Anmache. Ne? Sag ich, hör mal, guck mal, was hinter mir los ist. Ne? Mhm. Da hat sie meine Hand genommen. Wir haben uns durch die Zuschauer da, haben wir uns da durchgewühlt zu der Garderobe, haben unsere Mäntel genommen und sind draußen noch spazieren gegangen. War bitterkalt, sind noch spazieren gegangen. Zwischendurch habe ich gefragt, wie alt bist du eigentlich? Ne? Ja. Sagt sie, ich bin 18. Ne? Ja. War für mich alles gut gewesen. Ja. Ja, und dann haben wir uns da noch kurz vor ihrer Haustür, haben uns noch ein bisschen abgeküsst und so. Und dann haben wir uns für Sonntag verabredet, für Sonntagnachmittag. Ja. Wir haben uns dann auch getroffen und haben noch schön Kaffee getrunken. Ja, und dann sind wir bei mir in der Wohnung gelandet. Naja, Ende vom Lied, wir sind dann auch in der Kiste gelandet. Ja. Ja, so. Das war noch alles ganz okay für mich gewesen und es war auch schön gewesen. Ich habe mich wohl älter gefühlt, weil ich war 20 Jahre älter, fand das auch nicht so ganz korrekt und sowas. Und nach dem Sex und sowas haben wir uns dann noch unterhalten und so, da hat sie sich andauernd widersprochen. Da habe ich gesagt, kam man wieder auf Alter, man hat das Smalltalk von Gott und die Welt. Dann hat sie wieder, sie war ja dann 17, dann war sie wieder 18 gewesen. Ja. Das kam mir alles so ein bisschen komisch vor. Und da sagte sie auch immer zu mir, hör mal, kann ich mich eben bei dir waschen, ne? Habe ich ihr das Badezimmer gezeigt, sie ist dann in ihrem Badezimmer gegangen. Und das ließ mir aber keine Ruhe. Ich habe mich auch ein bisschen blöd gefühlt, weil bin ich im Wohnzimmer gegangen, da lag ihr Beutel auf dem Wohnzimmertisch. Da habe ich ein bisschen rumgewühlt da drin, habe ihren Ausweis gefunden, habe den rausgeholt. In dem Moment kam sie gerade in die Tür rein und sagte, was machst du denn? Da wolltest du mir Geld klauen oder sonst was? Sag ich, nee, sag ich. Und da sage ich, hör mal, und jetzt pass auf, Domian, da stand drauf Geburtsdatum, ja, das war, Januar 93, Geburtsdatum, 28.12.78. Das heißt, sie war? 15. 15. Mhm. Ja. Na gut, Michael, das ist natürlich... Ja, eine, scheiße gefühlt. Ja, klar. Ich meine, da kann man dir wirklich keinen Vorwurf machen. Nee. Das ist einfach blöd gelaufen. Welche Konsequenzen hast du dann daraus gezogen? Ich habe die Konsequenzen rausgezogen. Ich habe sie erstmal tierisch sau gemacht. Butter bei Fisch, habe gesagt, was ist jetzt eigentlich los? Dann hat sie auch zugegeben, mit der Eltern und so, wird sie sich nicht verstehen. Und sie sucht, hatte ältere Freunde. Sag ich, warum denn? Ich bin alter Sack für dich, ich bin 38. Sag ich, hör mal, wenn du 18 bist, wenn wir das offiziell dürfen, sag ich, dann bin ich 41. Was willst du dann mit mir, ne? Ja, ich finde dich so, du bist mein Traummann und alles sowas. Also dann hat sie wieder wie ein Kind gesprochen, ne? Erst wie eine Erwachsene. Ich meine, das ist wiederum auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man als Typ auch so reingerissen werden kann. Ja. Ne, wenn du das jetzt nicht zufällig gesehen hättest und du dich weiter darauf eingelassen hättest, hätte das unter Umständen böse Folgen für dich haben können. Ich schütze mich wohl, also ich spiele nicht russisch Roulette, ich schütze mich wohl, ja. Ja. Aber stell dir vor, es wäre trotzdem, sag mal, mir geplatzt, sie nimmt vielleicht noch mit dem Alter noch keine Pille und sowas, die wäre schwanger geworden. Ja. Dumme, ich wäre im Knast gelandet. Hast du denn die Beziehung dann abgebrochen danach? Ich habe sie sofort abgebrochen. Ja. Sie hat mich dann noch terrorisiert, sie hat auch noch geklingelt bei mir, hat angerufen, hat vor der Tür gestanden. Ich habe gar nicht mehr aufgemacht und sowas. Also ich würde sagen, wirklich richtig dumm gelaufen für dich, aber nicht zu vergleichen mit dem Fall von gestern.
Gestern, das war ja eine richtig lang eingefädelte Sache, die er auch wollte und er fand das ja auch gut und so weiter und so weiter. Ja, Domian, aber wir wollen uns jetzt nicht im Kreise treffen, aber sie hätte ja auch sagen können, weil du bist mir zu alt, Junge, was willst du von mir? Ja, aber da habe ich ja gerade was zu gesagt. Ja, das akzeptiere ich auch. Das, ja. Gut, danke für deine Geschichte. Hoffentlich passiert es dir nicht wieder, Michael. Um Gottes Willen, ich hab jetzt eine Freundin, die ist jetzt wohl, ich bin jetzt 48, die ist 38. Ja, aber ist doch schön. Ja, das ja. Wir lieben uns auch, die hat jetzt Nachtwache, die ist Krankenschwester. So muss es sein. Und ich habe das auch aufgenommen, morgen früh bin ich halt vor. Und du bleibst uns treu? Auf jeden Fall, über 8 Jahre. Domian, ich möchte gerne ein Autogramm, aber nicht das mit der Pudelmütze, das Autogramm, möchte ich nicht mehr haben. Hast du schon? Das habe ich schon gefällt. Ich hab keine im Moment, keine neuen. Ach so, ja. Weil du es vor einigen Wochen sagtest. Aber da habe ich noch eine Frage, ja. Ganz schnell noch, der Domian. Und zwar, das ist schon einige Monate her, wolltest du mal den Wolfgang Clement bei dir einladen? Das ist nicht, hat nie stattgefunden. Doch, der war doch hier. Ja? Der war, das ist schon eine ganze Weile her, der war schon hier, ja, ja. Mhm. Das hab ich die Sendung nicht gesehen. Ja, das war schon eine ganze Weile. Lieber Michael, alles Gute. Domian, mach's gut, ne? Tschüss. Bleib so, wie du bist, ja, und ciao. Tschüss. Wir haben heute kein Thema, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Wir haben eine offene Themensendung, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Morgen haben wir ein Thema, morgen heißt das Thema, ich habe Angst vor diesem Mann. Ja, und demzufolge möchte ich gerne mit Leuten reden, die wirklich vor einer ganz bestimmten Person, einem Mann, Angst haben. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann ein Bruder sein, es kann ein Ehemann sein, es kann ein Chef sein, es kann der Freund sein, der ehemalige Freund, der Arbeitskollege, egal was. Ich habe Angst vor diesem Mann. Heißt unser Thema morgen. Wir sind morgen im Fernsehen 10 Minuten später, also 10 Minuten nach 1. Aber ihr könnt ja auch schon ab 0 Uhr anrufen und im Radio sind wir pünktlich wie immer. Gabi ist jetzt hier und Gabi ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabi. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, ist doch völlig normal. Wäre ich auch, wenn ich du wäre. Wenn man hier so anruft und zum ersten Mal dran ist, ist man aufgeregt. Aber wir kriegen es schon hin. Um was geht's denn? Es geht um meinen Sohn. Und zwar ist der kriminell. Mhm. Wie alt ist er? 19. 19. Die Leitung ist nicht gut. Wir versuchen es trotzdem ein bisschen weiter. Wenn nicht, dann müssen wir es abbrechen. Also der ist 19 Jahre alt, sagst du, und er ist kriminell. Ja. Mhm. Und zwar geht es darum, also er hatte im Vorfeld schon mal Straftaten begangen. Dafür hat er auch vor einem Richter gestanden. Und was hat er denn gemacht? Einbrüche. Ja. Wo? Er ist in Gartenlauben eingebrochen, in fremde Keller eingestiegen und hat eben so mitgenommen, was da stand, Fahrräder. Und ja, ja. Dann kam er mal mit dem Computer nach Hause oder Bilder oder irgendwas, Lampen. Da war er dann aber noch jünger. Ja. Wie alt war er, als er damit angefangen hat? Da war er 17. Mhm. Und zwar, und denn das letzte war im April. Ja, ja. Und da hatte ihn die Polizei erwischt und dafür hat er ja jetzt eine Verhandlung. Mhm. Was hat er denn im April gemacht? Da hat er Fahrräder gestohlen. Ja. Und aber er war nicht alleine, da war noch jemand bei. Und jedenfalls wird er jetzt dafür am 5. November verurteilt. Ja. Danach war wirklich Ruhe gewesen. Und jetzt ist das Problem, am 5. September ist sein Opa gestorben. Ja. Und ab da an ging das schlagartig los. Da ist er jede Nacht unterwegs. Also die Verhandlung läuft. Ja. Am 5., ich wiederhole das nochmal, weil das gerade ein bisschen durcheinander war. Am 5. November, also bald jetzt, ne, übernächste Woche, ja. Ist die Verhandlung, wird das Urteil gesprochen. Ja. Ja. Die die Räder, die er gestohlen hat, erwischt wurde. So, und am 5. September, also Anfang September, ist der Opa gestorben. Ja. Und der Opa war offensichtlich eine wichtige Bezugsperson für ihn. Ja. Also, und seitdem dreht er durch. Ja. Ja. Was heißt durch? Was hat er denn genau gemacht seitdem? Er bricht ein, er ist wieder im Keller, er ist im Gartenlauben, er bricht in Garagen ein. Mhm. Ist er erwischt worden? Er sagt mir das ja. Ich kann dagegen aber nichts machen. Nee, seit September bei den Sachen, ist er erwischt worden dabei? Ja, bei einer Sache, im Keller wurde er erwischt. Das heißt, er läuft eine Verhandlung und währenddessen wird er schon wieder neu erwischt. Ja. Das heißt, das verschlimmert und verkompliziert alles enorm. Ja. Mhm. Und er sagt dir sogar, wenn er das gemacht hat. Ja, er sagt es auch vorher. Dass er es vorhat? Ja. Mutti, heute mache ich das und heute gehe ich dahin. Mhm. Und wenn ich ihn dann versuche, von abzuhalten, da hört er nicht nach hin. Er macht es
dann fliegt die Tür zu und weg ist er. Ist es dein einziges Kind? Ich habe noch einen Sohn. Ja. Und was macht er an sich sonst? Macht er, geht er noch zur Schule oder macht er eine Ausbildung? Nee, der kriegt Sozialhilfe. Und da haben sie ihm jetzt einen Job angeboten. Ja. Den hat er ja auch gemacht. Ja. Und bis zu dem Tag, wo das mit seinem Opa war, dann ist der Job hingeflogen. Ja. Hat er einen Schulabschluss? Ja, den hat er. Den hat er, Hauptschulabschluss. Nee, richtig normalen Schulabschluss. Ja, was für ein Abschluss? Welche Schule? Hauptschule oder Realschule? Hilfsschule. Hilfsschule. Oh, die Leitung ist aber wirklich sehr schlecht. Er ist in der Hilfsschule. In der Hilfsschule, ja. Und wenn er das vorher so ankündigt und du sagst, lass das sein, sagst du nur, lass das sein oder haust du da richtig auf die Pauke und sagst, komm, nicht noch einmal, dann fliegst du hier bei mir raus? Also mit dem Rauschmiss habe ich nicht gedroht, aber ich versuche Einfluss auf ihn zu nehmen. Offensichtlich funktioniert es nicht. Und offensichtlich hat er diese Geschichte mit dem Opa das völlig, völlig reingerissen. Ja, also und offensichtlich schaffst du es auch nicht alleine. Nee. Ne? Es ist sehr schwer, an ihn ranzukommen. Vor allen Dingen, er hat ja noch nicht ein Wort über seinen Opa gesprochen. Mhm. Dieses Urteil, das zu erwartende Urteil, meinst du, dass er in den Knast kommt? Ja, er war nur beim Jugendamt gewesen. Sie hat gesagt, ihnen drohen jetzt 3 bis 4 Wochen Arrest, heißt das. Mhm. Dauerarrest. Ja, was meinst du, wie er darauf reagiert und wie er damit umgeht? Ist es nicht. Er hat ja gesagt zu mir, ich möchte nicht ins Gefängnis. Aber ich denke mal, dass es vielleicht mal so Art wie eine Schocktherapie könnte durchaus sein und wäre vielleicht auch gar nicht das Schlechteste. Aber parallel dazu, finde ich, sollte er, oder ihr sollt das gemeinsam vielleicht machen, solltet ihr euch Hilfe suchen. Denn er scheint ja nun offensichtlich erhebliche psychische, seelische Probleme zu haben. Er ist vollkommen aus dem Ruder. Und er macht ja die Einbrüche nicht alleine. Mit Kumpels. Ja, und ja. Wenn jetzt die Kumpels abspringen und sagen, nee, ich möchte nicht oder wie auch immer, dann wird er ruppig. Mhm. Dann kommt er nach Hause, dann schlägt er die Tür zu und dann will er nicht hören, nicht sehen. Also ich bin jetzt ein bisschen hinhergerissen. Ich finde, auf der einen Seite muss man ihm seelisch helfen. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man ihn vielleicht auch ein bisschen härter angehen, damit der junge Mann kapiert, dass das alles so nicht läuft. Ja. Ich finde, beides müsste gleichzeitig geschehen. Was diese seelische Hilfe anbelangt, würde ich gerne, dass du diesbezüglich mit meiner Psychologin jetzt sprichst, die dir sicher dann auch in deiner Umgebung, deiner Stadt, einige Anlaufstellen nennen könnte, wo ihr zu zweit hingehen könntet oder du ihn alleine hinschicken könntest. Jetzt, die Leitung ist wirklich sehr schlecht, Gabi. Ich glaube, wir brechen es mal ab. Ja. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an und dann könnt ihr weiterreden. Hm? Okay? Ich bedanke mich erstmal. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier jetzt live, in der Nacht, im Fernsehen, im Radio oder wenn ihr mir mailen wollt, domian@wdr.de. Florentine. Das ist aber ein schöner Name. Hallo. Hallo Florentine, 22. Das klingt so poetisch, Florentine. Danke. Ist dein richtiger Name? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Ach so. Nein. Also dann nehme ich alles wieder zurück. Um was geht's denn? Und zwar, das Problem ist, ich höre mich zwar an wie eine Frau, bin aber noch ein Mann. Aha. Ja. Ja, du hörst dich wirklich an wie eine Frau. Also es ist wirklich kein... Scheiß, Entschuldigung, aber so, es ist wirklich so. Also bist du im Prinzip ein Typ? Noch, ja. Ja, hast auch einen Männername? Normal, ja. Sagst du mir den? Ungern. Ungern? Ja. Lebst du alleine? Nee, ich lebe noch bei meinen Eltern. Ja. Es ist ja wirklich erstaunlich, du klingst wirklich völlig wie eine Frau. Also ja, du bist ja ein transsexueller Mensch? Ja. Ja. Wann hast du das gemerkt, dass du ein transsexueller Mensch bist? Also im Endeffekt, also bei mir war es eigentlich so gesehen schon von der Kindheit aus. Von klein auf habe ich irgendwelche Kleider und Röcke von meiner Schwester angezogen oder mit Barbiepuppen gespielt. Aber so richtig bewusst wurde es mir eigentlich erst so mit so 12, 13, wo ich halt in die Pubertät gekommen bin. Aber was wird einem da bewusst?
Denkt man da nicht im ersten Moment, ich bin vielleicht schwul? Ja, das war halt so der, also Gedanke, ich meine, das war halt noch die Zeit damals mit Bravo, Dr. Sommer und so. Und genau, jetzt ist das Thema Transsexualität ja oft in den Medien. Ja. Aber so früher, ich meine, du bist ja auch noch relativ jung, aber dennoch, auch jetzt gehen wir mal 10 Jahre zurück, da war das auch noch nicht so doll in den Medien. Nee. Kanntest du das Phänomen überhaupt, dass es sowas gibt, dass ein Mensch quasi in den falschen Körper geboren wird? Also so richtig, sage ich mal, habe ich das so mit 15, 16 wahrgenommen, dass es sowas gibt und dass man auch sowas machen kann, dass es die Operationen und alles gibt, wo man machen kann. Ja. Und also so mit 15 circa ist mir das dann so richtig bewusst geworden, dass, ey, da gibt's irgendwas. Ja, hast du gelesen davon irgendwo? Ja, ich habe es mal im Fernsehen so einen Bericht gesehen über jemand, wo das schon gemacht hat und habe es dann auch gelesen. Wissen deine Eltern Bescheid? Ja. Wann hast du es ihnen gesagt? Wie alt warst du da? Gesagt habe ich es gar nicht. Sie haben es selber rausgefunden. Aha. Und haben mich dann halt drauf angesprochen. Wie alt warst du da? Uff, da war ich, glaube ich, ja, so 14, 15 ungefähr. Ja. Und wo dann halt praktisch die Zeit dann richtig losging und sich halt richtig bemerkbar gemacht hat. Und jetzt fällt allen Leuten wahrscheinlich schwer, sich dich vorzustellen. Wir hören eine wirklich sehr feminine Stimme. Ja. Und ich habe immer zu das Bild, da ist irgendein Mädel sitzt vor mir. Beschreib dich mal, wie du aussiehst. Wie groß bist du? Ich bin circa 1,80. Ja. Hab schulterlange braune Haare, braungrüne Augen, Piercing an der Augenbraue. Also die meisten sagen mir, man sieht es mir absolut nicht an, dass ich eigentlich ein Mann wäre, weder vom Gesicht noch von der Figur. Achso, also jetzt, also auch ohne Umwandlung siehst du sehr feminin aus. Ja, also ich kann selbst also mit Bart stoppeln zum Bäcker gehen, das heißt trotzdem bedienst du mal die junge Frau da am Tresen oder so. Ja, weil, hast du Bartstoppel? Funktioniert das? Ist das noch da oder hast du schon irgendwie hormonell behandelt? Ja, also bei mir ist noch alles reine Natur. Alles dran noch? Ja. Also das ist den Vorteil, den ich vielleicht habe, dadurch vielleicht auch die Stimme und so, ist halt, dass bei einer Hormonuntersuchung rausgekommen ist, dass ich von Natur aus mehr weibliche Hormone habe als männliche. Was natürlich die ganze Sache vereinfacht für später mal. Ja. Also dein Wunsch, dein Traum ist schon, dich irgendwann operieren zu lassen. Auf jeden Fall. Dich, man sagt immer so, umoperieren zu lassen. Ja. Hören die transsexuellen Menschen nicht so gerne, aber ich sag's mal, sie verstehen halt die meisten. Ja. Das heißt also, das männliche Geschlechtsteil wird wegoperiert und dann wird eine künstliche Vagina geformt. Ja, aber aus Eigenhaut. Aus Eigenhaut und soweit ich das mittlerweile so mitkriege und gelesen habe, mit gutem Erfolg, ne, dass die Chirurgen das schon sehr gut können. Ja. Ja. Du bist jetzt 22 Jahre alt. Ja. Wie war das denn bisher so in Sachen Liebe? Gab es schon Erfahrungen mit Männern oder mit Frauen? Ich weiß nicht, wie du gepolt bist. Also mit Frauen überhaupt nicht. Hat mich ehrlich gesagt auch nie wirklich interessiert. Ja. Da ich eigentlich vom Kopf her eine Frau bin, also deswegen, zum Beispiel, wenn ich... Also du bist keine Lesbe? Nein, genau. Ne? Es gibt ja manchmal so, es gibt ja manchmal so seltsame Sachen bei Transsexuellen, die dann operieren und dann aber Frauen, und da muss man immer tausendmal um die Ecke denken, aber du bist eigentlich eine ganz normale heterosexuelle Frau. Genau. Das heißt, du stehst auf Typen. Schon. Du stehst auf Typen, obwohl du immer noch selbst ein Typ vom Körper her bist. Genau. Hast du denn Typen schon gehabt? Ja. Waren das Schwule? Wahrscheinlich schon, ne? Oder? Teils. Ja, ich weiß, da gibt es so Zwischenwelten, ne? Also das Problem war halt, ich habe schon mit also fast allen Sorten, blöd gesagt, jetzt von allen möglichen Leuten kennengelernt, von Transvestiten, Schwule, Lesben, Heteros, alles. Mhm. Also denke ich mal, habe ich ziemlich kennengelernt. Und also treibst du dich viel rum? Ja, aber also ich gehe halt meistens nicht in diese homosexuellen Clubs zum Beispiel, weil ich mich einfach dort irgendwo nicht wohlfühle, dass ich nicht dazu gehöre. Ist mir klar, das ist nicht deine Welt. Ja. Aber wenn du in Heteroschuppen gehst und die Männer irgendwie dann rauskriegen, dass du ein Typ noch bist, ist es ja unter Umständen gefährlich, dass du da leicht einen an der Backe hast, ne? Ja. Oder einen Kopf kriegst. Ja. Ist das auch schon passiert? Ja. Erzähl mal. Also ich war halt mal in einer Diskothek bei uns hier und da hat mich halt einer angemacht. Und ich renne da nicht mit einem Schild rum und raus steht, hey, ich bin eine Transe oder sonst irgendwas. Ne? Und
Meistens mache ich es halt so, also ich habe immer das Prinzip gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Diskothek bin. Erzähl mir diesen einen Fall fertig. Also da hat dich da jemand angesprochen, ein Typ, und du bist drauf eingegangen. Ja. Irgendwann endete das zu Hause in der Kiste. Bei ihm. Bei ihm. Und zum Schluss im Krankenhaus für mich. Oh. Ja. Wie weit ging es? Du hast dich irgendwann ausgezogen? Wie weit hast du dich ausgezogen? Nee, das Problem war die Prinzipien, die ich mir selber mal gesetzt habe. Wenn ich Heteros kennenlerne, in einer Diskothek, die mich ansprechen, die meisten Jugendlichen in meinem Alter heutzutage, die wollen halt nur praktisch One Night Stand und fertig. Mhm. Oder gut, vielleicht nicht alle, aber ziemlich viele. Ja. Und gut, ich habe halt immer gesagt, so mein Prinzip war halt immer, okay, wenn ich Single bin, rumknutschen, okay. Sag mal, erzähl mal von der Geschichte weiter, interessiert mich. Du bist mit dem Typ da nach Hause gekommen. Ja, ich habe mich dann mehr oder weniger dazu überreden lassen, mit ihm nach Hause zu gehen. Ja. Unter dem Vorwand, also es war ein guter Bekannter von einer Freundin von mir. Ja. Damals, und ich habe da eigentlich keinen bösen Gedanken gefasst. Warum hat er mir eine gescheuert? Es war halt so, wir sind eigentlich zu ihm nach Hause gefahren, um ganz normal uns zu unterhalten, wie auch immer. Ja. Es war halt so der Vorwand von ihm. Irgendwann hat sie halt seine Zunge im Hals, dann ging halt alles von jetzt auf nachher. Wobei ich eigentlich das teilweise, also ich wollte es eigentlich gar nicht wirklich. Hm. Er ist halt halbbar über mich hergefallen und hat mir dann halt mehr oder weniger die Hose runtergerissen. Dann hat er halt das Übel in Anführungsstrichen gesehen. In der Hand gehabt? Bitte? Quasi fast in der Hand gehabt? Genau. Und da hast du eine gescheuert bekommen? Nicht nur. Sondern? Ich lag 2 Wochen im Krankenhaus. Oh. Das heißt, er hat dich richtig vermöbelt. Ja. Wie schwer warst du verletzt? Also ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung. Mhm. Ich hatte Prellungen. Mhm. Ich hatte ein blaues Auge. Aber sonst ging es mir eigentlich relativ gut. Naja gut, aber wenn zwei Wochen im Krankenhaus liegt, das ist dann schon doch heftig. Also sind nicht nur interessante und schöne Erfahrungen, auch schlimme Erfahrungen, die man da macht. Mhm. Wann planst du das machen zu lassen? Also die Umwandlung? Also wenn es nach mir gehen würde, wäre es alles schon längst getan. Das heißt, so schnell wie möglich? Ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin momentan arbeitslos. Was hast du vorher gemacht? Kettengoldschmiedin. Kettengoldschmiedin? Hab ich gelernt, ja. Was ich gerade noch fragen wollte zum Thema Sexualität. Macht es dir als Frau, die du aber im Körper eines Mannes lebst, überhaupt Spaß, mit einem Mann zu schlafen, mit quasi deinem jetzigen Geschlechtsteil noch? Es kommt halt immer drauf an, es gibt dabei, also Sex, Mann mit Mann, 2 Möglichkeiten. Mhm. Also mindestens, wenn man und jetzt bevorzugt rausgeht. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, dass er in mich eindringt oder ich bei ihm eindringe und es kommt halt immer, also du bist dann eher die Passive, du hast eher den passiven Teil. Genau. Ah, verstehe. Mhm. Genau. Ja. Ich habe mal gehört, dass Transsexuelle erzählt haben, die noch Männer im Männerkörper sind, dass sie gar nicht mehr zu einer Erektion fähig sind, weil das irgendwie so eine Zone ist, die sie gar nicht interessiert. Funktioniert das bei dir noch, die Erektion? Ja. Das funktioniert noch. Mhm. Also ich meine, ich bin im Kopf also schon total auf Frau eingestellt. Ja. Aber ich meine, es gibt verschiedene Sorten von mir, sage ich jetzt mal. Also von Leuten, die das Problem haben wie ich. Ja. Es gibt Menschen, wo ich gehört habe, die würden sich das ihr Teil wirklich am liebsten selber mit der Schere abschneiden. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und haben das schon, was weiß ich, versucht zu verbrennen und abzuschnippeln und keine Ahnung. Da gibt es aber welche, die dann doch noch, die auch noch dazu stehen und auch noch normales, also ein relativ normales Körperverhältnis haben dazu. Also ich meine, ich bin eher so der Typ, für den Moment, ich meine, ich bin froh, wenn es weg ist, aber solange ich es noch habe, ist es einigermaßen in Ordnung für mich. Ich meine, ich gucke es auch nicht unbedingt gerne an. Ja. Aber ich meine... Florentina, hast du eigentlich schon Busen? Also so ein bisschen halt die Ansätze. Ja. So, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass das bald klappt mit dieser Operation. Ja. Ich weiß, das ist ein langwieriges Verfahren, auch verwaltungsmäßig und so weiter, aber es ist ja alles möglich in Deutschland, Gott sei Dank. Ja, vor allem, ich hab jetzt schon mal angefangen gehabt mit der psychologischen Behandlung. Genau, ja. Wobei ich halt sehr enttäuscht davon war, von den Psychologen, mit denen ich da, bei denen ich da war, weil ich eigentlich mal das Gefühl hatte, dass die gegen mich arbeiten als mit mir. Dann hast du den falschen, glaube ich, gehabt.
Möchtest du vielleicht noch einen Tipp von uns haben? Wir haben da auch gewisse Adressen. Auch ja, das wäre super. Gut, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Okay. Ich hoffe, dass du bald eine Frau bist, rundherum eine Frau bist. Wie wirst du denn dann heißen? Ist also, das, wirst ich bin du, ja mal schon bei dem Namen. Bei Florentine? Ja. Ja, also auf dass du bald wirklich Florentine wirst. Florentine. Okay. Alles Gute. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ich habe Angst vor diesem Mann. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr einen bestimmten Mann sehr fürchtet oder mal gefürchtet habt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe Angst vor diesem Mann. Morgen unser Thema. Heute freie Themennacht, 1.38 Uhr exakt. Und das ist die Zeit für Natascha. Natascha ist 21 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo, Natascha. Hallo. Um was geht's bei dir? Also ich sehe seit 2 Jahren meinen toten Kumpel. Du siehst seit 2 Jahren deinen toten Kumpel? Ja. Wann ist der gestorben? Ja, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren ist er auch gestorben? Ja. Aha. An was ist er gestorben? Autounfall. Es war aber keine Beziehung, es war ein Kumpel, ein guter Freund. Es war ein ganz guter Freund, ja. Und wie siehst du ihn jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich sehe ihn ganz normal. Auf der Straße oder wo? Bei mir daheim. Geht er durch deine Wohnung? Er steht bei mir vor der Tür. Also in der Schlafzimmertüre steht er. Als ganz reale Person? Ja. Also wenn du nicht wüsstest, dass er tot ist, würdest du denken, Mensch, das ist er. Ja, genau. Hat er was angezogen? Was hat er an? Das, was er anhatte, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wo er weggefahren ist. Und das hat er immer an, wenn du ihn siehst? Ja. Wie oft kommt das vor, dass du ihn siehst? Ja, fast jeden Tag. Wie lange bleibt er dann in deinem Sichtfeld? Also, ich unterhalte mich auch mit ihm. Und spricht er auch zurück? Ja. Ja. Also ich unterhalte mich mit ihm und mir kommt es vor wie Stunden, aber es sind nur Minuten. Woher weißt du, dass es nur Minuten sind? Ich lebe jetzt mit meinem Verlobten zusammen und der hat mir mal dabei zugehört, wie ich mit ihm geredet habe. Ach, der war dabei, der war in der Wohnung. Ja, er hat neben mir im Bett gelegen und ich habe mich mit ihm unterhalten, mit dem toten Kumpel. Und aber der Verlobte hat den toten Kumpel nicht gesehen. Nein. Und dann hat der Verlobte gesagt, das waren so ein paar Minuten. Ah ja. Was redest du mit ihm? Über alles. Er fragt mich, wie es mir geht und ich frage ihn, wie es ihm geht und alles. Und was sagt er, wie es ihm geht? Er sagt immer, ihm geht's gut, ich muss mir keine Sorgen um ihn machen. Und damals, als es passierte, wie ist das eigentlich genau passiert? Ich weiß es nicht. Also ich habe mit ihm telefoniert und er ist zu seinen Eltern gefahren. Seine Eltern wohnen in Russland und er ist mit dem Auto, oh Gott, er ist mit dem Auto nach Russland gefahren und wir haben halt telefoniert und seine Mama war schwanger damals. Ja, und ich habe halt gefragt, wie es seiner Mama geht und so und er hat gesagt, halt geht gut. Ja, und dann war es auf einmal, war weg alles. Ach so, der Unfall ist während des Telefonats passiert. Ja. Also ihr habt mit Handy telefoniert miteinander? Ja, ja. Und er ist dann in Russland auch tödlich verunglückt? Ich weiß es nicht, wo es war. Irgendwo auf der Reise auf jeden Fall. Ja, irgendwo. Und du weißt auch nicht, wie der Unfall passiert ist und gar nichts? Nein, weiß ich nicht. Wie eng war deine Verbindung zu ihm? Ich kannte ihn von klein an, es war wie ein Bruder für mich. Mehr noch? Nee, mehr nicht. Also warst du nicht verliebt in ihn? Nein. Nie? Nein. Aber ihr wart richtig gute Freunde? Ja. Habt euch alles erzählt und wart füreinander da und ja, so weiter? Ja. Fragst du ihn, wenn du dich jetzt mit ihm unterhältst, fragst du ihn auch über den Unfallhergang? Nein. Fragst du ihn, wie es jetzt ist, tot zu sein? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht frage ich ihn auch, aber ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich weiß es wirklich nicht. Macht dir das Angst? Ja, sehr. Hast du schon mal zu der Gestalt gesagt, hey, du machst mir Angst? Nee, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann nicht zu ihm sagen, geh, lass mich in Ruhe, weil es ist mein bester Freund und ich kann nicht sagen, geh und lass mich in Ruhe, ich will nichts mehr wissen von dir. Kannst du sagen, ist es immer in den Abendstunden? Das ist auch morgens.
kann es passieren, dass du aufstehst und er steht in der Badezimmertür oder weiß ich jetzt? Ja. Wie nah gehst du an ihn ran? Sehr nah. Und dennoch hast du das Gefühl, das ist ein ganz realer Mensch aus Fleisch und Blut? Ja. Ach dir, das würde mich wahnsinnig machen. Mich macht's auch wahnsinnig. Mich quält das so richtig. Mhm. Was hast du für eine Erklärung so für dich dafür? Man denkt ja über sowas nach, wenn einem sowas widerfährt und hat irgendwelche Mutmaßungen. Ich würde sagen, weil er war immer schon dieser Beschützertyp und ich würde sagen, dass er auf mich aufpasst, dass er mich beschützen will vor irgendwas, dass mir nichts passiert. Hm. Du sagtest gerade, dass du auch verlobt bist. Ja. Wie geht denn dein Verlobter damit um? Das muss für den doch auch sehr belastend sein. Ja, schon sehr belastend für ihn. Er sagt immer, ich soll mit jemandem drüber reden, aber ich kann es nicht. Aber hast du ja jetzt schon. Ja, aber er hat damals immer schon gesagt, red doch mit jemandem drüber. Und ich sage immer zu ihm, ich kann es nicht. Mhm. Weil es ist auch schwer für mich, mit jemandem drüber zu reden. Der erklärt mich für bekloppt und dann stehe ich da wie dumm. Ja, aber du stehst bei mir nicht da wie dumm. Ja. Und du hast dich auch getraut, hier anzurufen. Ja. Weiß das sonst noch jemand? Aus deiner Familie vielleicht jemand? Ja. Nein, keiner. Also hast du es nur dem Verlobten erzählt? Ja. Keine Freundin und so? Mhm. Weißt du, Natascha, ich bin ja kein Psychologe, das wirst du wissen. Mhm. Aber ich habe so eine Ahnung, so ein Gefühl, dass durch diesen Tod etwas ganz, ganz Tiefes in dir erschüttert wurde. Ja. Und ich glaube nicht, dass das ein Geist ist, der dir da erscheint. Ich glaube, dass das etwas ist, was aus dir herauskommt. Und das ist auch jetzt völlig wurscht, ob das ein Geist ist oder was, ob es aus dir herauskommt. Aber ich glaube dir, dass du diese Person siehst. Mhm. Und ich glaube auch, dass das alles so abläuft, wie du es mir gerade geschildert hast. Ich bin der Auffassung, dass du ganz, ganz, ganz nötig, ganz dringend zu einem Fachmann muss, zu einem Fachmenschen, zu einem Psychologen, einem Arzt, einer Psychologin. Weil ich glaube, dass du mit dieser Todeserschütterung und was auch immer da alles mit zusammenhängt, das schaffst du nicht alleine, wenn du 2 Jahre schon diese Erscheinungen hast. Und ich garantiere dir, dass derjenige, zu dem du gehen solltest, der wird dich auch nicht für dumm halten. Mhm. Der wird auch nicht sagen, die hatten einen Sprung in der Schüssel. Hundertprozentig nicht. Ich glaube, dass so etwas sogar hin und wieder normal ist, wenn man einen sehr nahestehenden Menschen verloren hat, dass man sich mit solch dererlei Dingen dann auch abgeben muss oder belastet wird. Mhm. Vielleicht ist es deine Art zu trauern oder auch deine Art, nicht loszukommen von ihm. Mhm. Und das schaffst du alleine nicht. Da brauchst du jemanden, der davon Ahnung hat, richtig Ahnung. Nimm doch einfach mal dieses Gespräch als ersten Schritt, dass du dir Hilfe suchst. Dein Verlobter hat recht, dein Verlobter sagt, red du mit jemandem. Wahrscheinlich meint er auch mit jemandem, der so ein bisschen Ahnung hat davon. Ja. So, jetzt möchte ich gern, dass du mit meiner Psychologin noch weitersprichst. Mhm. Die wird dir auch noch genau erklären, was du tun kannst und an wen du dich wenden solltest. Aha. Und dann hoffe ich sehr für dich, dass du diese Erscheinungen nicht mehr hast demnächst und dass du sie verlierst. Danke. Das wäre für dich eine große Erleichterung, ne? Ja. Ja. Liebe Natascha, du legst auf und meine Psychologin, die heißt Heide, ruft dich an. Mhm. Okay? Okay. Alles Gute. Aha, danke. Tschüss. Tschüss. Lena, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Lena. Ja. Ja. Also ich werde nächsten Monat schon 32. Oh, so eine alte Frau. Ja, ja, so fühle ich mich manchmal auch. Es geht noch. Aber ich rede auch gerne mit alten Frauen, die so 32 sind. Das ist aber nicht nett. Nichts gegen alte Frauen. Alte Frauen sind oftmals viel besser als junge Frauen. Ja, ja. Das stimmt, ja. So, Lena. Okay, ich bin jetzt auch aufgeregt. Ja, aber gut. Um was geht's denn? Also, es geht um meine Ehe. Mhm. Also, ich habe keinen Geliebten oder so, wie es üblich ist. Wie es so üblich ist, ne? In letzter Zeit hören wir ja nur solche Geschichten. Ja, genau. Nein. Also, Wie lange bist du verheiratet? Ich bin 4 Jahre. Jetzt dann im Mai nächstes Jahr. Ja. Sind es 5 Jahre. Schon Kinder? Ja, ein Sohn. Der wird 3 im Januar. Ja. Und wir sind schon 8 Jahre zusammen. Und bis vor 2 Jahren war auch alles noch in Ordnung. Nur jetzt ist die Liebe weg. Ist die Liebe weg oder ist die Leidenschaft weg? Nein, die Liebe. Die Liebe ist weg.
Gut, die Leidenschaft, gut, ja, damit hat es ja eigentlich angefangen. Mhm. Das hat angefangen in der Schwangerschaft. Ja, dass ich mich sehr vernachlässigt gefühlt habe und so, aber ich glaube, das ist auch normal. Ich weiß nicht, also was ich so von anderen höre. Mhm. Nur, ja, ich habe dann meinen Kleinen bekommen, ja. Dann habe ich mal jemand kennengelernt, aha. Was mir sonst eigentlich nicht passiert, also ich gehe da eigentlich nie so drauf ein, ja, wenn mich jemand anspricht, nur da bin ich drauf eingegangen, habe dem auch meine Telefonnummer gegeben, wir haben dann viel telefoniert. Aber nichts gelaufen? Nein, nein, nur wir haben uns wohl mal getroffen, sind was trinken gegangen und es hat mir einfach gut getan, jemanden zu haben, der mir zuhört. Ja. Also im Klartext, du bist schon deinem Mann ganz treu geblieben in aller Zeit. Ja, auf jeden Fall. Nun sagst du, die Liebe ist weg. Seit wann ist sie weg? Da hat es angefangen. Da habe ich gemerkt, es stimmt bei uns nicht. Der Kleine ist 3 Jahre, sagst du, ne? Ja, der ist 3, ja. Er wird jetzt 3 im Januar. Dann hat es ja eigentlich, also bezogen jetzt auf die Ehezeit, schon früh angefangen, ne? Wenn ihr 4 Jahre verheiratet seid. Mhm, ja. Der Kleine kam dann und... Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist vielleicht viel vorgefallen, dass mir viel nicht gepasst hat und ich habe halt einfach nicht meinen Mund aufgemacht. Ich habe nie was gesagt oder so, habe halt zu allem Ja und Amen gesagt und irgendwann habe ich dann gemerkt, es stimmt halt doch nicht. Das heißt, so seit 3 Jahren lebt ihr so vor euch hin? Eigentlich schon. Also er will schon mehr, auch sexuell und so. Und schlaft ihr denn ab und zu noch miteinander? Haben, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja. Spricht er dich denn auf die Situation an? Er spürt das doch, was da los ist, dass du distanziert bist. Natürlich. Aber weil ich auch oft immer ruhig war und gesagt habe, ja, es wird vielleicht wieder, warten wir mal, vielleicht kommen die Gefühle wieder. Ja. Und dann ist halt doch nichts passiert. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich aktuell. Letzte Woche hat er mich nochmal angesprochen. Ja. Und dann habe ich klipp und klar gesagt, also Liebe ist keine mehr da. Das hatte ich so nicht ausgesprochen. Das ist natürlich ein harter Satz. Ne? Das war. Der ist dir wahrscheinlich auch... Hast du dich erschrocken über dich selbst, dass er dir so über die Lippen gegangen ist, der Satz? Ja, aber komischerweise ging es mir danach viel besser wie die ganzen 2 Jahre. Wie hat er denn auch so ein, das ist ja nun ein Hammersatz, wie hat er darauf reagiert? Oh, natürlich traurig und das tut mir auch ganz arg leid und genau deswegen möchte ich ja drüber sprechen, weil ich denke, ich kann doch nicht einfach so aufgeben. Ich denke immer, mein Kind ist wichtig und die Familie, aber glücklich bin ich nicht wirklich. Mhm. Er hat traurig reagiert. Was heißt traurig? Hat er geweint? Oder? Ja, er hat schon Tränen in den Augen gehabt. Er weint auch sehr schnell. Also ist ein Gefühlsmensch. Also um nochmal kurz auf die Vergangenheit zurückzukommen. Es gab keine Gewalttätigkeit in der Ehe? Nein, gar nichts. Niemals, nein. Ihr habt euch so in Alltagssachen, habt ihr euch da verstanden oder auch nicht mehr so? Das Finanzielle war oft ein Problem, auch, ja, da waren wir uns auch nicht so einig und auch so mit seiner Arbeit, er ist halt oft nicht nach Hause gekommen, ist da in seiner Kantine mit seinen Kollegen gesessen und seine Bierchen getrunken und ist nicht heimgekommen. Also so eine übliche Entfremdung irgendwie. Ja, ne? Eigentlich schon. Ja, man ist nicht, das hört sich so an, als hätte er auch nicht genug für die Liebe getan. Ja, also das glaube ich schon. Ich möchte mir ja nicht allein die Schuld geben, natürlich, aber es war alles so selbstverständlich. Ja. Hat er denn jetzt, als du gesagt hast, ich liebe dich nicht mehr, die Liebe ist weg, hat er denn gesagt, meine Liebe zu dir ist noch da? Ja, das hat er gesagt. Also umso schwerer ist es für dich. Ja, natürlich, aber er sagt auch, es wäre wegen dem Kleinen auch. Naja. Aber ich denke dann immer, je älter er wird, umso schlimmer wird es doch, oder? Ja. Ja, was für Lina, du hast gerade so gesagt, ich weiß nicht genau die genaue Formulierung, ich kann das ja nicht, ich kann das doch jetzt nicht so schnell wegwerfen oder irgendwie so. Ja, genau. Ich finde, nach dem, was du gerade erzählt hast, gehst du keineswegs schnell vor. Ja, sind 2 Jahre, das stimmt schon. Aber hallo. Ja. Ich finde, dass du das sehr, sehr vorsichtig gemacht hast. Wahrscheinlich hätte ich dir, wenn wir uns von einem Jahr unterhalten hätten, sogar gesagt, Mensch, sag doch was endlich. Ne? Mhm. Aber du hast es ja gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Und wenn es in dir so ist und es keine Lüge ist, und sowas lügt man ja auch nicht, das ist ja so ein schwerer Satz, dann ist das eine Wahrheit oder eine Realität. Mhm. Und ich finde, dass man dann daraus auch die Konsequenzen ziehen muss. Wenn es auch alles anfänglich noch so traurig und noch so kompliziert ist. Aber es ist der richtige, weil ehrliche Weg. Ich habe Angst wegen meinem Kleinen, weil ich höre immer Scheidungskinder, oh je, und das wollte ich Ihnen. Ja, aber weiß,
Aber hörst du auch von all den Kindern, die in kaputten Ehen leben, was die erleben? Ist das besser? Nein, finde ich nicht. Nee, gar nicht. Nein. Ja. Es gibt so viele getrennte Paare, die das wunderbar regeln, habe ich in meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge, die das wunderbar regeln mit ihren Kindern. Mhm. Ich finde, dass man da dann natürlich auch Rückgrat zeigen muss, beide, um zu sagen, wir haben jetzt eine Verantwortung und wir wollen das gut lösen, dass der Kleine zwei Ansprechpartner hat und nicht unter unserer Spannung leidet. Das habe ich auch zu ihm gesagt, nur hat er gesagt, das kann ich nicht von ihm verlangen, weil er vermutet schon, wenn wir uns trennen, dass da Streit ist, weil ihm das nicht so, also für ihn ist das ja nicht so locker und das ist da eher. Ja, das ist natürlich für ihn auch schwierig, aber ich finde, das kannst du von ihm verlangen. Das, das muss er dann für das Kind machen. Mhm. Wenn, er will halt nicht aufgeben. Er sagt immer, oder jetzt, die letzten Tage sagt er, tu es fürs Kind. Nein, nein. Wie, was heißt tu es, sollst du fürs Kind lügen? Nein. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich doch für meine Gefühle nichts kann. Ja. Ich wollte es ja auch nicht. Und was heißt aufgeben? Zur Liebe gehören immer zwei. Und die eine Seite hat jetzt entschieden, die Liebe ist nicht mehr da. Ja. Da kann er gar nichts mehr machen. Das ist für ihn natürlich fürchterlich. Also, ich hatte ja auch mal Liebeskummer. Ich weiß ja, wie das ist. Bitter ist das ganz bitter. Ich kann das schon mitfühlen. Ja, das ist fürchterlich. Aber der Weg, der richtige Weg ist, finde ich, du hast ihn jetzt eingeschlagen, dass du dich auch wirklich real dann von deinem Mann trennst. Mhm. In der großen Hoffnung, dass er es schafft, dass ihr eine einigermaßen solide Verbindung habt. Ja. Ich will nicht von einer Freundschaft reden, aber eine solide Verbindung, dass der Junge darunter nicht leidet. Mhm. Ja, ich dachte auch schon, wenn ich vielleicht ausziehe oder so und eine Zeit einfach mal getrennt, dass vielleicht doch alles wiederkommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar das, aber das würde ich ihm jetzt gar nicht hinlegen, als um nicht falsche Hoffnung zu schüren. Ja. Vielleicht ist das sogar so, man weiß es nicht. Aber alles läuft darauf hinaus, dass auch eine räumliche Trennung stattfinden sollte. Mhm. Ist meine Meinung. Ja, ich denke auch, weil so, ich bekomme dann auch manchmal eine Wut auf ihn, weil ich es dann auch nicht ertragen kann. Natürlich, völlig normal, völlig normal. Also, ich finde, der erste Schritt ist getan, der ist richtig. Ja. Wenn auch schwierig, mach weitere Schritte, Lena. Okay. Alles das Gute. Wollte ich hören. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, tschüss. Danke, gute Nacht. Tschüss. Daniel, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Daniel. Ja. Um was geht's? Es geht darum, dass ich im Prinzip Rat oder Hilfe brauche beim Thema, was mich schon seit mehreren Jahren eigentlich sehr belastet. Ich denke oder ich weiß, dass ich süchtig nach Erotik, nach Sex bin. Ich lebe in einer festen Partnerschaft seit 5 Jahren. Mhm. Bin eigentlich, oder was ist eigentlich, ich bin eigentlich sehr glücklich. Hab eigentlich alles, was ich mir wünsche. Eine Partnerin, mit der ich über alles reden kann, über meine Wünsche, über meine Sehnsüchte. Wohnt ihr zusammen auch? Nein. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem, oder ich weiß es nicht, weil ich nehme trotzdem regelmäßig oder leider regelmäßig Ansprüche oder Dienste käuflicher Frauen in Anspruch, strapaziere meine Telefonrechnung, obwohl ich ganz genau weiß, dass... Also du gehst wie zu Huren? Ja. Halt mir den Hörer ein bisschen still, das knistert so. Ich halte ihn eigentlich ganz still. Jetzt ist es besser. Wie oft gehst du zu Prostituierten? In ganz unregelmäßigen Abständen eigentlich. Immer dann, wenn ich nicht arbeite, also Urlaub habe. Ja. Oder also sag mal so eine Zahl, damit ich mir das vorstellen kann, im Monat. Im Monat bestimmt 3-4 Mal. 3-4 Mal ist schon viel, ja. Das ist viel. Und darüber hinaus gibt es dann auch Telefonsexgeschichten? Ja, und das ist das Kranke eigentlich. Ich weiß ganz genau, dass das eine ganz, ganz falsche Masche ist. Ja. Viel Geld kostet? Sehr viel Geld kostet. Ich habe Telefonrechnung gehabt von 2000 Euro teilweise. Ja. Aber da bin ich jetzt dabei und ich habe mich jetzt selber abgesichert. Das heißt, ich habe diese Rechnung noch irgendwie bezahlen können, obwohl ich da auch meine Familie wieder... ja, sag ich mal, anlügen musste, um da finanzielle Hilfe zu bekommen. Ja, sperr doch ganz einfach deine... Nee, das ist jetzt passiert. Ich habe jetzt einen neuen Telefonanschluss kriegen lassen. Ich kann nur noch ganz normale Gespräche führen. Das ist die beste Therapie in solchen Fällen, das einfach sperren zu lassen. Ja, nur ich bin immer halt noch nicht sicher genug, ne? Weil im Moment sieht es so aus, dass ich mir Kredite aufgenommen oder einen Kredit aufgenommen habe bei meiner Bank, schon mit 12.000 Euro da verschuldet bin. Bei der Familie geht es weiter und... Also Kredite aufgenommen haben, um die ganzen Sexgeschichten zu finanzieren? Ja, zu refinanzieren im Prinzip. Zu refinanzieren. Mhm. Gibt es außer Prostituierten und jetzt dann früher Telefonsex noch andere Felder, wo du dich rumtreibst? Ja, allgemein auch im privaten Bereich. Ich nehme das, wo
ich die Chance dazu habe. Also es geht richtig die Post ab bei dir letztendlich. Ja, leider. Es dreht sich alles um Sex und es ist wirklich eine Sucht. Das ist eine Sucht bei mir. Ja. Also bei mir ist es wirklich so, ich fange an Erotik zu denken irgendwie. Ja. Durch irgendetwas, keine Ahnung, woher das schon kommt. Und dieser Gedanke lässt mich nicht mehr los. Und die Freundin ahnt nichts? Ich glaube nicht, nein. Was heißt, ich glaube? Ja, vielleicht doch ein bisschen. Es gibt Veränderungen, weil, ich sag mal, den Verkehr haben wir sonst auch ungeschützt werden beide. Oder ich mache sowieso regelmäßig durch meine Geschichten auch Tests. HIV-Tests und so weiter und so fort, das haben wir von vornherein auch gemacht. Wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Ja. Am Anfang hat auch ohne Kondom und so weiter und so fort mitgeschlafen. Seit 1 oder 2 Jahren möchte sie nur noch mit, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Weiß ich nicht, teilweise kommen halt schon einige Anspielungen oder sonstiges. Wie ist das denn bei dir so innerlich? Stichwort Gewissen. Ja, plagt dich das sehr oder bist du irgendwie, sagst du, ich lebe irgendwie in 2 Welten und kann nicht anders? Ja, in der Hinsicht bin ich eine geteilte Persönlichkeit. Also das eine ist die Liebe. Ja. Ich liebe meine Freundin über alles. Also das ist so die heilige Welt, die unantastbare Welt. Das ist unantastbar und daneben das. Ich denke auch nicht. Also wenn meine Freundin bei mir ist, ich denke noch nicht mal an andere Frauen. Wenn du bei einer Hure warst und rausgehst, packt dich dann das schlechte Gewissen und denkst, scheiße. Nicht meiner Freundin gegenüber, nein. Aber dir gegenüber, dass du denkst, scheiße, wieder sowas gemacht, was ich eigentlich nicht machen will. Ja, alleine schon am Kontoauszug. Ich meine, das ist eine halbe Stunde, 40 Minuten oder was, und das kostet 150, 200 Euro. Ja. Und du fragst dich wirklich, wofür im Prinzip. Ja. Also eigentlich ein gravierendes psychologisches Problem. Problem. Ja. Ich war auch schon in Behandlung und währenddessen war das auch okay. Nur nach einem Jahr hat die Krankenkasse gesagt, ich müsste mich jetzt an den Kosten beteiligen und naja. Achso, du warst in Behandlung schon deshalb? Ich war schon in Behandlung, deswegen. Jetzt bin ich ein bisschen in Bredouille, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Das müssen wir aber eigentlich noch ein bisschen intensiver und eingehender beraten. Deswegen möchte ich dich bitten aufzulegen und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an. Ja, klar. Okay? Gerne. Alles Gute, Daniel. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war heute Nacht Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, wie ich es vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, ich habe Angst vor diesem Mann. Wenn ihr vor einem bestimmten Mann Angst habt oder hattet, aus welchen Gründen auch immer, dann seid ihr vielleicht mein Gesprächspartner morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Im Radio sind wir um 1 Uhr und im Fernsehen um 1.10 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Ciao.